das erste Mal eine Digitalkamera in der Hand hatte, dass sie nicht den Knopf zum Anschalten gefunden haben. Ja, das liegt auch an unserer Buchstabenallergie, die uns befallen hat. Das Handy hat den Charme, man hat das Ding meistens dabei. Ich habe auch schon im Gras gelegen oder auf Wiesern gesessen. Aber ich habe nie gesehen, dass ein Kran so interessant sein kann. Heute sind in 14 Tagen durchaus mal Tausende. Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und zugeschaltet haben zum Podcast Mittwochs in der Bibliothek. Mein Name ist Renate Zimmermann und heute möchte ich Sie mitnehmen zu unserem Freundeskreis Fotografie, der sich jeden dritten Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr in der Imweg-Bibliothek trifft. Bevor wir aber dorthin gehen, möchte ich ganz kurz über die Corona-Schutzmaßnahmen sprechen. Denn Sie fragen sich ja vielleicht auch, ob es für die Bibliotheken Veränderungen gibt, beziehungsweise für Sie als Nutzer. Momentan ist es so, dass wir für Sie noch nichts verändert haben. Also die Öffnungszeiten möchten wir möglichst so beibehalten. Es gibt keine Einlasskontrollen. Darüber wird diskutiert, aber momentan ist es noch nicht so. Und ja, also Sie können wie bisher in die Bibliotheken kommen, sich was ausleihen. Natürlich mit der Bitte, sich nicht ewig lange aufzuhalten, dass man eben den Besuch wirklich darauf reduziert, dass man Medien zurückgibt, sich wieder was Neues holt und wieder rausgeht. Wenn Sie unsere Veranstaltung besuchen, dann gilt allerdings die 2G-Regelung. Ungeimpfte dürfen da leider nicht mehr dran teilnehmen. Falls Sie sich als Ungeimpfte für eine unserer Veranstaltungen angemeldet haben, möchte ich Sie bitten, anzurufen und Bescheid zu geben, dass wir Sie von der Liste streichen. Denn dann ist wieder Platz für jemand anderen. Sie wissen ja, unsere Plätze sind heiß begehrt. Und bevor wir jetzt nun endgültig uns in die Imweg-Bibliothek begeben, möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz über die Bibliothek in Malsdorf sprechen. Denn dort geht es mit ganz großen Schritten voran. Die Kolleginnen sind jetzt dabei, die Bücher wieder einzuräumen. Und meine Kollegin Christine Winterfeld hat auch geschrieben, sie sind alle so glücklich, endlich ihre Bücher wieder sehen zu können. Also auch Sie können sich freuen, liebe Besucherinnen und Besucher, falls Sie Nutzerinnen der Malsdorfer Bibliothek sind. Das Ziel ist, im Januar wieder zu öffnen. Momentan sieht es gut aus. Die Bibliothek ist wirklich sehr schön geworden. Mit neuem Fußboden, helle Räume, ein erweiterter Raum, das war ja überhaupt Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, also das wird dann auch gebührend gefeiert, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst dort wieder aufnehmen können und sie als Besucherinnen und Besucher wieder begrüßen können. Begleiten Sie mich nun auf meinem Besuch beim Freundeskreis Fotografie in der Imweg-Bibliothek, wie eingangs schon angekündigt. Der Freundeskreis ist kein Verein, das haben alle immer wieder betont, also die Zugehörigkeit ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Und diese Zusammenkünfte sind offen, man kann da jederzeit dazukommen, entweder einfach nur mal zuhören, wie das da so abläuft, man kann natürlich auch eigene Fotos mitbringen, das ist der eigentliche Sinn und Zweck der Sache. Vorzugsformat ist 30x45 cm, kann aber auch A4 Größe sein. Jedes der Bilder macht dann seine Runde und jeder, der da sitzt, gibt seine Meinung dazu ab. Das ist eine spannende Erfahrung, was da alles so zur Sprache kommt, welche Feinheiten da beachtet werden, die man als Laie gar nicht sieht. Und ich habe total viel dazugelernt in der kurzen Zeit, die ich mit in der Runde saß. Ich war ja bisher auch immer der Meinung, dass man mit Smartphones qualitativ gleichwertige Fotos machen kann, wie mit einem
teuren Fotoapparat. Und mittlerweile sind ja die Smartphones auf einem technischen Stand, dass man da wirklich tolle Schnappschüsse mitmachen kann. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und ich denke mal auch zu Recht. Also meine Meinung wurde da so ein bisschen ins Wanken gebracht. Wenn Sie also mehr über Fotografie erfahren wollen, sich austauschen wollen und vielleicht auch mal über berühmte Fotografen sich austauschen wollen, also alles rund um das Thema Fotografie kann man dort auf den Tisch packen. Ich habe sehr interessante Menschen kennengelernt und lade Sie herzlich ein, da auch mal hinzugehen. Sie können sich ja vorab ein Bild machen, indem Sie jetzt dranbleiben und unserem Gespräch zuhören. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen und freue mich auf unser Wiederhören am nächsten Mittwoch. Tschüss! Ich begrüße erstmal die Hörerinnen und Hörer, die dann später sich hoffentlich dazuschalten und sich dafür interessieren. Also ich sitze jetzt in der EWEG-Bibliothek und am Tisch mit den Fotofreunden. Ist das eigentlich ein Verein? Nein, das ist kein Verein, das ist eine lose Zusammenkunft von Fotofreunden. Also wir sind nicht vereinsgebunden und wir sind auch nicht an irgendeine große Vereinigung gefunden, wie die Gesellschaft für Fotografie oder solche Sachen, sondern es war immer als loser Verein gedacht und hat auch als solcher funktioniert. Und das hatte dann den Charme, dass sozusagen nach der Wende Fotofreunde aus Ost und West zusammenkamen. Also wir uns so zu einer Gruppe und mit einer gemeinsamen Meinung finden konnten. Mhm. Und diese Gelegenheit, die bietet solchen sagen wir mal, organisationsgebundenen Gruppen bietet sich diese Gelegenheit nicht so. Ja. Und das ist, finde ich, das ist günstig und ja, und so leben wir zwischen den Welten. Wie oft treffen Sie sich denn? Wir treffen uns einmal im Monat und da war es bislang so, dass immer so ein Bild auf den Tisch gelegt wurde, es wurde diskutiert. In früheren Zeiten, da haben wir dann noch Protokolle geschrieben, das verkneifen wir uns jetzt. Ja, das liegt auch an unserer Buchstabenallergie, die uns befallen hat. Okay. Und ich denke, wenn das Bild diskutiert ist und hier jeder die Meinung gehört hat, dann geht er mit dieser Meinung nach Hause, dann müssen wir die nicht extra aufschreiben, denn wir sind ja auch an keinen Träger gebunden, der irgendwann mal wissen will, was macht ihr denn? Ja. Wir sind nur gebunden an die Leitung des Hauses, dass wir uns hier ordentlich benehmen und das Haus wieder ordentlich verlassen. Aber Sie gehen dann nach Hause mit dem Gefühl, Meinungen eingeholt zu haben zu Ihrem Foto und vielleicht beim nächsten Mal was besser machen zu können oder gelobt zu werden. Und, ne, also das gefällt mir zum Beispiel sehr gut, was hier liegt. Aber bevor wir jetzt so weitermachen, verraten Sie mir Ihren Namen oder den Hörern und Hörerinnen. Ja. Müssen Sie nicht, aber... Gut, wir machen es trotz Datenschutz. Ja, Sie müssen ja nicht Ihr Geburtsdatum und Kontonummer. Ja, und wenn ich selbst mal geimpft wurde. Ja. Mein Name ist Hans-Jachim Severin und ich bin seit vielen Jahren in diesem Fotoclub oder in dieser Gemeinschaft gewesen. Ja. Und nachdem der Gründer dieser Gemeinschaft ausgeschieden ist, aus gesundheitlichen Gründen inzwischen verstorben ist, habe ich sozusagen das Erbe angetreten. Mhm. Nach dem Motto, einer muss ja die Sache machen. Genau. Und sind Sie schon länger dabei? Ja, ich heiße Gerda Seidler. Ja. Ich bin dabei, seit ich 2002 nach Berlin gezogen bin. Ach, dann gehören Sie auch schon zum Urgestein. Ja, ich gehöre schon zu denen, die schon sehr lange dabei sind. Und ich... Wie Sie schon gesagt haben, ich gehe ja jedes Mal raus mit einer Meinung zu meinen Bildern. Ich habe immer irgendwas gelernt und immer eine Idee, was ich das nächste Mal besser machen kann. Man ist ja immer ein bisschen betriebsblind. Ja. So, und dann ist es auch so, dass bei allen mehr oder weniger ausgeprägt ist, das selbstkritische Verhalten. Man findet das, was man zuletzt macht, ist ohnehin das allerbeste aller Bilder. Ne? Ja. Und danach kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und von diesem hohen Rust kann man sich dann hier dann runterholen lassen, das ist das eine. Zum anderen, es gibt dann auch Anregungen, denn jeder entdeckt ja plötzlich ein völlig neues Motivgebiet und sagt, das könnte man ja auch mal machen. Ja. Und das ist
finde ich es doch interessant. Und das ist das eine. Zum anderen, das, was hier passiert, das hat auch eine gewisse soziale Komponente. Denn man beschäftigt sich und mit einer Sache und man lässt das mal das Alltagsgeschehen da hinten liegen. Ja, und das wird, denke ich, das auch ein bisschen, wird's auch ein bisschen vermisst von vielen, jetzt während der Corona-Zeit. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass heute noch 2-3 Mann eintrudeln werden. Ja. Die Margret ist wieder in Afrika, lässt sich vom Löwen wieder fressen. Ach, wie heißt sie mit Nachnamen? Margret Schulz. Nee, die meine ich nicht. Ich kenne noch eine Frau, ich weiß nicht, ich habe eine Namensfindungsstörung immer, ja, die bei uns auch immer Ausstellungen gemacht hat über Afrika, also ganz tolle Fotos. So, ich bin der Helmut Krüger. Ich bin heute das erste Mal, bin durch das Quartiersmanagement hier in der alten Hellersdorfer Straße darauf aufmerksam geworden. Und freue mich, dass ich eigentlich irgendwo mal mit jemandem austauschen kann. Ich meine, irgendwo habe ich meinen Stil zwar teilweise gefunden, also wobei ich jetzt nicht immer zielgerichtet gehe, sondern oftmals dann, also im Urlaub geht man zielgerichteter, aber jetzt eigentlich nicht irgendwo nun den ganzen Tag mit dem Fotoapparat rumrenne. Ja, ja. Ärgert man sich manchmal, aber so ein großer Fotoapparat, wenn man so eine, ist ja doch hier so eine, ach, wie nennt sich jetzt, nicht hier die Spiegelreflex? Nee, Spiegelreflex nicht, hier kompakt. Diese, ja, wenn man dann, ich meine, die liegt dann auch besser in der Hand als so eine kleine. Also ich entnehme dem Ganzen, Sie fotografieren mit Fotoapparat, alle und nicht mit Smartphone. Ja, das also ich sag's mal so, fotografieren tut man mit dem Fotoapparat, mit dem Handy knipst man. Okay, okay. Ja, das ist wirklich, also ich sag mal, wenn man jetzt unterwegs ist, irgendwo einkaufen und kommt aus dem Kaufland raus und sieht irgendwie, ah, und dann mal schnell machen, aber wenn man richtig irgendwo was... Also ich schwöre ja auf mein Smartphone, ich bin ja keine Fotografin, ne? Sie hat 5 Kameras, mein Smartphone. Ja. Und dann denke ich, man macht aber auch schöne Bilder. Ne? Aber es ist das überhaupt nicht vergleichbar mit Ihren. Das ist ja schon immer grundsätzlich falsch, was Sie sagen. Oh, ja, dazu sage ich auch später was. Erstmal zum Foto, zum Handy und zum Fotoapparat. Mhm. Das Handy hat den Charme, man hat das Ding meistens dabei. Mhm. Beim Fotoapparat ist so, dann macht man die meisten Bilder, wenn das besten Bilder, wenn das Ding zu Hause liegt. Ja, okay. Aber der Nachteil dieser Geschichten ist, der Sensor des Handys ist ja klein. Demzufolge ist die Auflösung sehr gering von diesen Bildern. Das heißt, für ein Erinnerungsfoto ist das auch ausreichend. Aber wenn ich ein größerformatiges Bild für eine Ausstellung haben will, dann scheitert es schon. Da gibt es Farbabrisse und farbige Flächen. Also das ist das eine. Das auch. Und das nächste ist, ich habe dort, weil das Ganze klein ist, weitwinklige Linsen drin, Objektive. Und damit können Sie ein Objekt gar nicht so richtig vom Hintergrund trennen. Das ist von vorne bis hinten scharf. Also da muss ich jetzt auch wieder eine Lanze für mein Smartphone brechen. Ich kann damit zum Beispiel, also wenn jetzt drüben auf der anderen Straßenseite ein A4-Blatt im Schaufenster hängt, das kann ich so weit ranzoomen, dass ich es lesen kann, was da drauf steht. Ja. Und Weitwinkel hat es auch. Ja, das hat es, das hat davon richtig. Ja, aber das Randzoom ist eine Sache. Das Zoom ist ja eine Sache, das sehen Sie. Ja. Aber die Erschütterung kommt dann, wenn Sie das Ding dann ausdrucken. Ja, okay. Und dann zu der Aussage, das macht gute Bilder. Das Bild entsteht dort, also 5 cm hinter der Kamera. Und das Ding, was man in der Hand hat, das ist nur das ausführende Objekt. Ja. Und je nachdem, wie hochgerüstet das ist, kann man dann die Ansprüche höher stellen. Wobei hier an den Herrn Feininger erinnert werden sollte, sicherlich bekannt, nicht der Maler, der die blauen Pferde malte, sondern sein Bruder, jahrzehntelang Chefredakteur bei Time Life für die Bildstrecken und dessen Bücher zählen zur Standardliteratur für Fotografen. Okay. Und einer seiner Sätze lautete, man kann mit einer 1-Dollar-Kamera ein 1.000-Dollar-Bild machen, man kann aber auch mit einer 1.000-Dollar-Kamera nur ein 1-Dollar-Bild machen. Ja, okay. So. Und das stimmt? Ich sag mal hier heute, die Smartphone-Kameras, die bringen heute mehr als ein Fotoapparat, den ich mir für 400 Euro kaufe, teilweise. Ja, also muss ich sagen, aber eben beim richtigen Fotoapparat habe ich einen optischen Zoom. Das heißt also, so während bei dem Smartphone ein digitaler Zoom ist. Das heißt,
je mehr ich das Bild ranzoome, je geringer wird die Auflösung. Genau, genau. Während das bei dem optischen Zoom die Auflösung gleich stark bei. Bei Videokameras ist das ja auch so. Ne? Ja, ja. Wenn man jetzt filmt, das ist auch so. Ah, ja. Ich wollte jetzt noch sagen, was Sie aber so ein bisschen darauf angespielt, der fotografische Blick ist ja auch wichtig. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel durch die Landschaft gehen, schauen Sie dann mit den Augen Ihrer Kamera sozusagen? Oder, also ich ertappe mich manchmal dabei beim Wandern, denke ich mal, das ist ein tolles Fotomotiv, wo andere dann das gar nicht bemerken zum Beispiel, ne? Oder auch kein Interesse dran haben. Oder ich schmeiße mich auch mal ins Gras, um aus einem ganz anderen Winkel das Foto zu machen. Geht Ihnen das auch so, dass Sie mit fotografischen Augen durch die Welt laufen? Ja, ich habe es noch nie so bezeichnet, aber das ist so, man läuft durch die Landschaft, durch die Stadt, wo auch immer, und sieht irgendetwas, was man denkt, oh, das wird ein schönes Foto. Dann nimmt man die Kamera, manchmal stellt man fest, auch so schön ist es doch nicht. Ja. Aber manchmal versuche ich da auch, ich habe auch schon im Gras gelegen oder auf Wiesern gesessen, genau. Je nachdem, was das Motiv eben gerade verlangt. Also ich sage immer, der Unterschied zum Knipsen und Fotografieren ist, dass ich als Fotograf versuche, etwas zu sehen, was ein anderer nicht sieht oder nicht so sieht. Mhm. Ein interessantes Motiv hatte ich jetzt gehabt, wo ich hier drüben ein Quartiersmanagement, da habe ich inzwischen einen Kalender mit einer ganzen Serie von Fotos gemacht. Wir haben ja jetzt viele Krane hier gehabt, viel Baurei, wo ich dann die Krane in diesem Sonnenuntergangslicht oder in verschiedenen Lichtverhältnissen, wo die gesagt haben, aber ich habe nie gesehen, dass ein Kran so interessant sein kann wie auf diesem Foto. Aber das machte dann die Farben des Kranes hoben sich hervor, während hinten so ein bisschen die dunklen Wolken waren. Ja? Das war dann irgendwo vom Farbkontrast. Ja? Und es hängt von den Interessensgebieten ab, die man hat, wo man seine Motive sucht. Mhm. Und wenn man dann etwas gefunden hat und was er neugierig gemacht hat, dann versucht man da etwas tiefer einzusteigen und damit findet man neue Motive. Und manchmal sind so die kleinen Dinge um die Ecke. Ich habe immer so ein Ding noch beiläufig hier, dass dieses. Das kenne ich, das habe ich auf die Webseite gestellt. Ja. Also Herr Severin, ich habe das Gefühl, ich kenne Sie schon ewig. Ja, ich weil ja, ich ständig von Herrn Severin irgendwelche Bilder hochlade. Ich habe ja auch schon etliche an der Wand genagelt. Ich habe eine Ausstellung gemacht, na klar. Deswegen und, auch. Ja, und ich will sagen, das sind so Dinge, der meiste, die schnippeln das ab und werfen es weg. Ja. Und das sind so die Dinge, dass man sagt, das könnte was sein. Und legen Sie sich auch manchmal so stundenlang auf die Lauer? Also ja, stundenlang habe ich es noch nicht gemacht, aber ich habe auch schon zielgerichtet, dass ich irgendwo hingegangen bin, dass ich gewartet habe, bis so eine bestimmte Situation eingetreten ist. Dann muss man dann manchmal schnell sein, wenn die Situation dann da ist. Ist auch bei Tierfotografien. Ja, so. Das ist ja, glaube ich, die hohe Kunst. Ja, da muss man die heute nicht da ist. Die sitzt stundenlang so im Anstand. Also ob ich das machen würde, da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Geduld. Ja, aber es ist so, gerade auch bei Tier- oder Pflanzenfotografie, man muss die Abläufe kennen. Man muss wissen, wann passiert was. Genau. Und wenn man diese Abläufe kennt und dann noch das nötige Sitzfleisch hat, dann kriegt man ein vernünftiges Bild zustande. Ich wollte Sie noch fragen, machen Sie auch gemeinsam Ausflüge? Also, dass Sie jetzt sagen, am Wochenende treffen wir uns und dann gehen wir dorthin oder fahren dorthin. Dazu haben wir uns noch nicht hinreisen lassen, da wir an der Stelle alle ein bisschen Individualisten sind und jeder so sein eigenes Motivgebiet hat, was er vorwiegend beackert. Mhm. Und wenn man solch einen Fotoausflug machen und planen wollte, das ist einmal ein kleines organisatorisches Problem, weil wir doch relativ verstreut sind. Und das andere ist, wir müssen uns dann erstmal auf ein Motivgebiet einigen, was wir dann abackern wollen. Mhm. Und soweit haben wir uns noch nicht durchgerungen. Muss ja auch nicht sein. Musste bis jetzt noch nicht sein. Und Sie suchen ja auch immer oder sind immer offen für neue Mitglieder, ne? Ja. Das ist jetzt auch Teilnehmer, ja. Mitglieder sind wir ja eigentlich. Ja, oder Teilnehmer. Teilnehmer, genau. Und wenn jetzt alle da sind, wie viel wären das dann? Haben Sie da so? Was haben wir uns? Im Moment kämen wir da so auf 8 Leute, die wir übrig geblieben sind. Mhm. Aber wie gesagt, es sind noch etliche, die in Rekonvaleszenz und anderweitig beschäftigt sind.
Und insofern suchen wir noch ein paar neue. Außerdem haben wir das Problem, was auch die Fotoclubs haben, die fehlende Jugend, der fehlende Nachwuchs. Ja. Und das ist ja auch eine interessante Sache. Einmal, weil die jungen Leute andere Blickweise auf Dinge haben als wir. Und zum anderen, das ist ja dann auch sozusagen die halbe Miete für den Fortbestand des Clubs oder der Gruppe oder egal, wie man das dann nennen möchte. Und an der Stelle arbeiten wir und da könnte das, was Sie hier machen, sehr hilfreich sein. Vielleicht nützt es ja was. Wie viele Fotos haben Sie denn so auf Ihrem Rechner? Ich denke mal, Sie haben das auch alles gespeichert. Also das sind so an Rohdaten 6 Terabyte. Okay. Ja, Das ist ein bisschen mehr als bei mir. Und ausgedruckt, was ich zumindest registriert habe, da bin ich etwa bei 980 Ausdrucken. Ich will jetzt mal spitzfindig sein. Man braucht jetzt bloß die 6 Terabyte ja. teilen durch 25 Megabyte, nicht? Dann hast du die Anzahl der Bilder. Ja. Rechnen Sie mal für mich. Na, sagen wir so, ich sag mal, durch diese Digital ist man auch schneller beim Auslösen. Ich sag's mal, sonst, wenn ich 14 Tage Urlaub gehabt habe und 4 Filme 36 Bilder verknipst haben, dann war nicht viel. Heute sind in 14 Tagen durchaus mal 1000 Bilder drin. Ja, ja. Das ist richtig, aber das sage ich mal, das andere, wenn ich jetzt ein Stack mache von einer kleinen Sache, dann ist es so, dass in der Makro- und Mikrofotografie der Bereich der Tiefenschärfe nur Bruchteile von Millimetern beträgt. Und da ist ein probates Mittel aus der Mikroskopie gekommen, das ist das Stacken. Und das heißt, es wird auf einer bestimmten Anzahl von Aufnahmen werden nur die scharfen Bestandteile extrahiert und die werden zu einem Bild verrechnet. Aha. So, und das heißt, um es mal bildlich zu sagen, ich bin da in der Anfängerecke und für ein Bild verrechne ich schon mal so um die 480 Aufnahmen. Wahnsinn. Ja, das ist aber gar nicht, denn die Profis auf dieser Strecke, die sind schon mal bei 5.000, 6.000 bis 7.000 Bildern, die die zusammenrechnen. Und da arbeitet der Rechner dann einen Tag und eine Nacht für ein Bild. Ja. So, und das sind dann Datenmengen. Und da kommen dann natürlich auch, hat dann das fertige Bild dann auch entsprechende Datengrößen, die von dem, was man sonst gewohnt ist, deutlich abweichen. Dann versteht man ja vielleicht auch, wenn man jetzt ein Bild kaufen möchte, dass das dann auch nicht billig ist. Ne? Das ist richtig, ja. Man hat ja eine Menge Zeit investiert, viel Arbeit. Das habe ich so auch noch nicht gewusst. Ja, und vor allem, Sie haben dann eventuell noch Pech, dass Sie alles gemacht haben und können es trotzdem in die Tonne treten, weil gerade 3 oder 4 LKWs vorm Haus lang gefahren sind. Das ganze Haus bebt und damit sind gerade, wenn Sie im Makro-Mikro-Bereich fotografieren, sind dann die ganzen Aufnahmen verwerkelt. Okay. Fotografieren Sie denn auch noch analog? Also richtig mit Film einlegen? Und also ich habe es mal wieder probiert, aber da ich keine Belichtungsmesser mehr habe, ist das, also weil ich noch einen Negativfilm übrig hatte, ich habe mit der EXA fotografiert, wobei mit analog bestimmte Sachen hingekriegt habe, die ich mit der digitalen noch nicht hinterhergestiegen bin. Ist so, als wir analog fotografiert haben früher, also erstmal war Film ja teuer und man musste sich besser auf das Bild konzentrieren. Also vielleicht nicht alle, aber ich habe dreimal überlegt, ob ich da was auslöse. Und immer mit dem Gedanken, ich habe ja noch 2 Filme und in eine Woche ist ja Urlaub noch. Und so finde ich, sind auch sag mal, die paar Bilder, die ich dann gemacht habe, die waren besser als heute. Und heute bemühe ich mich, aber auch schon so zu fotografieren, wie ich es früher, als wenn ich einen Film drin hätte. Also nicht einfach bloß raufknallen und dann sagen, das mache ich nachher alles im Labor mit dem Computer, sondern das ist die hohe Schule. Und wir haben ja, ich meine, du machst das ja auch, aber der Paul ist auch, der macht es so, als wenn er ein Dia fotografieren würde. Also dann ist das Bild fertig.
Und das ist die hohe Kunst. Also, bis, ob ich da nochmal hinkomme, weiß ich also, nicht. Also man musste schon genauer und ist sparsamer und hat genauer und hat nicht von jedem Motiv 10 Fotos gemacht genau, und hat dann festgestellt, alle 10 sind nicht. Ja, genau. Aber Sie das könnten ist jetzt auch noch entwickeln, so richtig. Mit ob ich es jetzt noch könnte, weiß ich nicht. Also ich habe es jahrelang gemacht, auch nur schwarz-weiß, bis zur Farbe bin ich nicht gekommen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr in den giftigen Flüssigkeiten rumfummeln muss. Ich kenne aber viele, die es wieder machen, weil es einfach Spaß macht. Ansonsten fotografiere ich, versuche es zumindest irgendwie, er sagte, doch schon beim Fotografieren mich zu konzentrieren und das so zu machen, dass möglichst das erste Bild, was wird, das klappt nicht immer oder meistens nicht, aber dass man es wenigstens versucht oder eben die Möglichkeiten der Digitalkamera, dass man eben viele Bilder machen kann, dass man bewusst verschiedene Varianten macht, das ist natürlich ein Vorteil, das kann man da machen, da braucht man nicht die Bilder zählen, die noch auf dem Film sind, sondern man kann dann eben wirklich seinen Gedanken folgen. Und machen Sie auch Schwarz-Weiß-Fotos? Ja, ich finde, die sind ja oft noch viel schöner, also viel schöner, sind anders, aber die haben auch ihren Charme. Ne? Ja, da muss man auch analog denken. Aha. Da muss man schon analog denken, denn man muss dann wissen, wie sind die Mitteltöne, denn es sind nicht nur die Höhen und Tiefen, sondern vor allem die Mitteltöne, die dann das Bild ausmachen. Und das muss ich gedanklich umsetzen vorher. Ja, und ja muss wissen, welche Farbe kommt wie. Mhm. Und wenn das nicht klappt, dann ist das Schwarz-Weiß-Bild, was ich gemacht habe, für die Tonne. Also, Das gibt es wirklich. Also bestimmte Fotos wirken schwarz-weiß besser als in Farbe, wenn man vor allen Dingen, ich sag mal, viel Grün- und Blautöne hat. Denn, also ich habe dort mal noch mit der analogen Kamera eine Allee fotografiert. Immer hatte ich links und dann hatte ich es als Dia in Farbe, also Papier in Schwarz-Weiß. So, und das hat in Farbe, wirkte das irgendwo fad, aber die Schwarz-Weiß, weil der nur mit diesen Kontrasten gearbeitet hat, mit dem Licht und Schatten, war viel stärker im Ausdruck als Farbe. Also, Weil das Wesentliche, dann guckt man mehr auf die Form. Und so, die Farbe kann ja auch ablenken. Wie gesagt, wenn viel Blau-Grün-Töne drin sind, ist meine Erfahrung, dann wirkt was. Aber wir warten heute das Schwarz-Weiß, das wirklich dann in der künstlerischen Fotografie, glaube ich, wird es noch öfter gemacht. Ja, es ist im Moment wieder hip, das Schwarz-Weiße. Du hast ja vorhin wohl da viele schwarz-weiße Bilder gesehen in unserer Ausstellung. Auch der Rahmen, ne? Also die Rahmen machen ja auch ganz viel aus. Ja. Sehr schön. Also zur Erläuterung, man sieht hier einen Strohballen, also wie sagt man dazu? Also so gerollt halt, auf Feldwegen, Strohballen, ja. Und mehr eigentlich nicht. Im Hintergrund so ein Wald, so eine Waldkante. Mehrere Strohballen im Hintergrund. Das war's, aber sieht richtig gut aus. Man sieht ja jeden einzelnen Strohhalm. Ja. Da kommt die Struktur, glaube ich, besser dann zum Ausdruck als bei Farbe. Haben Sie so einen Tipp für das perfekte Bild? Ja, üben. Okay. Ja, und vor allem sehen auch eine Portion Selbstkritik dabei. Und sehen können, sage ich immer. Ja, also man muss schon mit offenen Augen durch die... Jetzt hier ein Farbbild. Ja. Und kann man natürlich am Rechner schön machen, dass man sagt, man nimmt die Farbe raus und macht den Schwarz-Weiß-Bild raus. Also und wir haben das auch öfter, wenn man dann mit dem Bild hier ankommt und dann sagt der eine oder andere, na, mach das Bild doch mal in Schwarz-Weiß. Dann wird es viel ausdrucksvoller. Ja. Das sieht fast aus wie gezeichnet, weil das gar nicht glänzt. So ein mattes Papier. Mattes Papier. Mattes Papier macht manchmal mehr her als das glänzende. Mhm. Ja, ich bestelle eigentlich meistens auch matt, wenn ich. Da möchte man am liebsten mal so drüber fassen, so anfassen. Ja, es ist. Sieht samtig aus. Ja, es ist so, wenn man das. Mattes Papier hat den Charme, dass, wenn mal auf das Bild draufgefasst wird, was man nicht machen sollte, nicht die Fingerabdrücke drauf sind. Ja. Es ist so, dass allerdings so ein Hochglanzbild, auch wenn es auch halb matt, wirkt immer schärfer als auf mattem Papier gedruckt. Aber das matte Papier, das macht mehr her, denke ich, weil auch die
Zwischentöne, die farblichen, besser kommen. Und ja, es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass alles diese plakativen Farben hat. Und ich bin der Meinung, ein gutes Bild, das wird noch besser, wenn man es in diesen gebrochenen Farben darstellt. Ja, ja. Fällt mir auch gerade ein, wir hatten auch mal so eine Besprechung, da konnte jeder ein Bild mitbringen und zeigen. Ein Fachmann war da und der hat es angeguckt. Und ich habe auch mein Bild mitgebracht. Und dann sagte er auch, das an für sich ganz gut, nur das falsche Papier. Ja, und das sind die speziellen Sachen, also an für sich würde es dann viel besser wirken, wenn ich dann anderes Papier genommen hätte. Mhm. Ja. Und also wie Joachim schon sagte, Papier. Nee, das ist ja auch matt. Papier, das ist matt und das hat eine bestimmte Stärke. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Dann hat das Bild schon vom optischen her. Also, mir gefallen die viel besser, die Matten. Also, ja, weil die Reflexe nicht drauf sind. So. Ja, und will ich Sie nicht weiter stören? Sie wollen ja auch noch was anderes machen, als jetzt hier ins Mikrofon zu sprechen. Und dann danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich, dass Sie so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Das war sehr interessant. Danke. Das ist ein tolles Hobby. Ja. Ich finde Fotografie ja auch wahnsinnig spannend. Also auch ich gucke mir auch gerne so Fotobände an, auch von früher aus DDR-Zeiten, also auch Fotos von Berlin zum Beispiel oder auch so Straßenszenen. Dann gucke ich immer, was hatten die an, was haben die für Schuhe angehabt, was haben die eingekauft, was weiß ich. Ja. Also Fotos sind schon sehr wichtig. Auch die alten Schwarz-Weiß-Bilder, die fallen mir auch gut aus. Ja, ja. Was hier in 30er, 40er Jahren genau. Erst aufkam. Also toll, ich finde auch, wenn die Kontraste so hart sind, so ausdrucksvoll. Mhm. Also das, was Sie sagten, das ist die eine Seite der Fotografie. Das andere aber, das sind ja die Sachaufnahmen, die auch sozusagen eine Bildungsfunktion beinhalten. Ja, na klar. Und Erkenntnisse übermitteln. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wesentliche Komponente der Fotografie. Mhm. Es gibt ja so viele Sparten oder auch, wenn jetzt so Gerichte fotografiert werden, ne, für Kochbücher, das wird ja dann auch arrangiert und stundenlang wird das noch ausgeschmückt mit irgendwas, bis dann das Foto so aussieht, dass alle Appetit drauf haben. Ja, da spielt aber die Beleuchtung eine große Rolle. Ja. Da, also als Anfänger bricht man sich dahin ab, das wirkt nie, da hat man immer Reflexe drin und so, du kannst da auch ein Lied singen. Ne? Und das dauert Stunden. Und ich, wie gesagt, ich habe hier mal Minerale und Edelsteine für das Naturkundemuseum fotografiert. Mhm. Und die auszuleuchten, da könnte man drauf promovieren. Und zumal es auch so ist, dass bestimmte Minerale, die einen vertragen keine Hitze, schwierig, wenn man Fotolampen hat. Dann gibt es welche, vor allem die silberhaltigen Minerale, die reagieren wieder aufs Licht. Da muss alles ganz schnell gehen, sonst werden die schwarz. Da verschwinden die leuchtenden Farben. Ja. So, dann, und so muss man bei vielen Dingen verschiedene Dinge beachten. Und das ist dann, sind dann sehr aufwendige Angelegenheiten. Mhm. Aber es hatte zumindest diese Mühe ein Erfolgserlebnis, denn als man im Naturkundemuseum eine größere Menge dieser Minerale gestohlen hatte, konnte man sie anhand dieser Bilder, konnte man den die Ding festmachen. Ja. Und sehr gut. Und wurden sie wiedergefunden? Sie wurden wiedergefunden, sehr gut. Allerdings hatte der Betreffende die großen Stücke zerschlagen und wollte sie als Stücke verkaufen. Aha. Aber da ja Minerale eine definierte Struktur haben, die von Fundort zu Fundort ganz bestimmt und einmalig ist, konnte man selbst aus diesen Bruchstücken dann die Sache rekonstruieren. Mhm. Eine letzte Frage noch. Haben Sie so ein Limit, wie viel Sie ausgeben für Ihr Hobby? Denn ich denke mal, das ist auch ein teures Hobby, Fotografieren. Wow. Ja. Dass Sie jetzt sagen, gut, also jetzt in diesem Monat habe ich so und so viel Geld investiert, nur ist Schluss. Ja, das meiste. Oder leistet man sich das einfach? Naja, das meiste ist die Kamera und Objektiv und dergleichen ist das teuerste, da kann man sehr viel Geld lassen. Das
Bilder machen, das kostet ja eigentlich fast gar nichts. Mhm. Eventuell kostet was, wenn man wie ich gezwungen ist, das ausdrucken zu lassen. Ja. Und deshalb ist das auch, sieht das auch nicht so schön aus wie das, weil es eben am Automaten im Drogeriemarkt okay, machen muss. Ja. Das ist auch eine Zeitfrage. Ich kaufe auch viel Fachbücher über Fotografie und auch über Geschichte der Fotografie. Da kommt es solche Sachen, die sind natürlich auch nicht billig. So ist es, ja. Ja, aber man kann sich zumindest zur Selbstberuhigung eine Rechnung aufmachen. Die anderen quatzen 2 Schachteln Zigaretten am Tag und das investieren wir hier. Gut. Ja, ich würde nur sagen, ich sehe das, ich bin noch in einer anderen Fotogruppe. Und man kann ja da süchtig werden, wirklich wahr, weil die Technik ja voranschreitet und gerade bei den Objektiven. Eben. Und da sind auch so Naturfotografen und die müssen ganz schön investieren, um vernünftige Bilder zu kriegen. Ja. Sonst kriegen die, das wird nie was Richtiges und, dann, und die Dinger sind extrem teuer. Und man hört dann auch, wenn die dann wieder sagen, ich habe mir wieder ein Objektiv geleistet, ich muss dann noch meine Frau überreden. Ja, das ist auch ein Unterschied, nur ob man jetzt wie ich in erster Linie privat fotografiere, in erster Linie für die Familie und dann Fotobücher macht oder ob man dann wirklich in die künstlerische Fotografie oder auch, ich sag mal, Insekten oder Tierfotografie und alle da ist dann. Ja, ich sag mal, verschiedene Sachen, da muss man mit dem Stativ laufen. Ich laufe nicht gerne mit dem Stativ, weil irgendwo... Machen wir alle nicht. Ja, also jetzt sage ich nochmal danke. Ich verabschiede mich jetzt, also sonst quatschen wir ja noch bis 19 Uhr. Wie lange sitzen Sie denn immer so? Das ist jetzt allerletzte Frage. Um 19 Uhr nageln die Damen von das Tor zu. Also, und also da gibt es entweder müssen wir dann da drin bleiben oder wir sind rechtzeitig draußen. Ist ja jetzt nicht mehr so lange, Sie haben nur noch eine Stunde. Also, wir müssen uns beeilen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis nächsten Mittwoch.